Starten werden wir mit einem Vortrag vom René und vom Robin über das Open and Next Projekt. Die werden uns da ein bisschen was dazu erzählen, wie man per Crowdsourcing Barrieredaten im ÖPNV erfassen kann. Hallo, mein Name ist René Apic. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Chemnitz oder um genau zu sein an der Professur Schaltkreis und Systementwurf. Und dort arbeite ich zusammen mit meinem Kollegen Robin Thomas am Projekt Open and Next. Unser Ziel ist es, per Crowdsourcing zu Barrieredaten im ÖPNV zu gelangen. Was ist die Ausgangssituation für das Projekt? In der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes wurde festgelegt, dass der ÖPNV in Deutschland bis ins Jahr 2022 barrierefrei sein soll. Auf Grundlage dieses Gesetzes wurde das Projekt Delphi Plus ins Leben gerufen, was als eines seiner Ergebnisse ein Handbuch zur Folge hatte, in dem halt Handlungsempfehlungen festgehalten wurden für barrierefreie Reiseketten, aber eben keine deutschlandweite softwaretechnische Standardisierung zur Erfassung von Barrieren. Und Barrieren wurden reichlich definiert, nämlich um die 48 Attribute je Haltestellensteig. Und das ist eine ganze Menge. Und aktuell sind davon nur sehr wenige erfasst. Und das stellt eine Riesenherausforderung für Verkehrsbetriebe und Verbünde, vor allem im ländlichen Raum, da all diese Attribute zu erfassen, und da kommen eben wir mit Open and Next ins Spiel. Unser Ziel ist es, auf Basis der von Delphi standardisierten Barrieredaten für Haltestellen eben eine einheitliche, offene softwaretechnische Basis für Barrieredaten zu schaffen, auch damit andere Projekte bzw. Softwarelösungen zur Erfassung von Barrieren beitragen können bzw. diese auf einfache Weise nutzen können. Erreichen wollen wir dann die Erfassung selbst auf Grundlage von Crowdsourcing, um eben Bürgerinnen und Bürger mit einzubinden, um diesen enormen Erfassungsaufwand einfach zu bewältigen. Ja, die erfassten Daten sollen dann natürlich auch offen bereitgestellt werden auf der OSM-Plattform, und auf Basis dieser Daten werden wir im Projekt Open and Next noch barrierefreie Reiseketten beauskunften, eben durch eine Weiterentwicklung von Routing-Systemen bzw. Datenhaltungssystemen. Am Ende vom Projekt Open and Next gibt es dann auch noch eine Indoor-Navigation für Umsteigebauwerke. In unserem konkreten Fall wird das beispielhaft am Hauptbahnhof Magdeburg umgesetzt. Tja, und wir wollen die Vorarbeiten liefern, um Verkehrsverbünde bei der Infrastrukturplanung zu unterstützen, eben bei der Planung des barrierefreien Ausbaus von Haltestellen. Das sind alles sehr ambitionierte Ziele, und wir machen das an der TU Chemnitz natürlich nicht alleine. Nein, wir haben noch viele Partner mit bei uns im Boot, unter anderem IVU als Spezialist für Datenhaltung von Verkehrsdaten, aber auch DISI als Experten für die Auswertung und Analyse von Geodaten, ja, und eben die NASA zum Beispiel als unser Praxispartner. Wie sind wir alle miteinander verknüpft? Hier nur mal ein kurzer Überblick. Das Ganze ist von links nach rechts zu lesen. Unsere Ausgangsdaten sind natürlich die Barrieren im öffentlichen Nahverkehr. Die werden mit Hilfe von unserer Erfassungs-App erfasst, direkt in OSM gespeichert. Darauf greift dann DISI eben zu zur Qualitätsanalyse, aber auch das IVU übernimmt die Daten in ihr Produktivsystem, worauf dann Hakon bzw. die TU Darmstadt zugreifen, um ihre Routing-Algorithmen drauf anzuwenden und das Ganze nutzbar zu machen in der INSA-App von der NASA, mit der dann die Bürgerinnen und Bürger sich barrierefrei von A nach B bewegen können. Ja, wie bereits erwähnt, für eine flächendeckende Erfassung ist eine Standardisierung der zu erhebenden Daten eine sehr wichtige Voraussetzung, denn wenn es konforme Daten gibt, dann können auch andere Projekte mit ihren Erfassungstools einheitlich dazu beitragen und eine gemeinsame Datenbasis schaffen. Und so eine gemeinsame Datenbasis schafft halt auch einen Mehrwert eben für alle am Ende. Aber ich denke, das muss ich
hier im OSM-Kontext auch gar nicht weiter erwähnen. Tja, bei der Überführung der Delphi-Barriere-Attribute, die eben im besagten Delphi-Handbuch festgelegt wurden, wurden wir unterstützt von MENS und NVBW, beides keine direkten Partner im Projekt OpenNext, aber eine große Unterstützung. Bei der Überführung selbst haben wir größtenteils auf bestehende Barrieredaten zurückgegriffen. Falls es mal keine passenden OSM-Tags gab, haben wir neue definiert. Tja, und mit diesen Neudefinitionen, mit dieser Überführung sind wir schon an die Community herangetreten, um genau zu sein, ans deutsche OSM-Forum, haben schon erstes Feedback erhalten, was wir direkt eingearbeitet haben und ja, im Grunde genommen auch positive Rückmeldungen. Aufgrund dieser Rückmeldungen haben wir jetzt den Standardisierungsprozess für OSM-Tags initiiert, um das Ganze eben offiziell zu machen. Wie war da jetzt nun das konkrete Vorgehen? Auf der linken Seite sehen wir einen Ausschnitt aus dem Delphi-Handbuch. Wir sehen hier die einzelnen Barriereattribute als IDs aufgeführt und jede ID wird beschrieben durch einen kleinen Satz, was damit gemeint ist. Wir haben das Ganze im OSM-Wiki überführt, dort eben aufgelistet, welche ID wir mit welchen OSM-Tags verknüpfen. Das soll dann auch die spätere Grundlage für den Standardisierungsprozess der OSM-Tags darstellen, aber auch jetzt schon für uns im Projekt die Grundlage für eine einheitliche, offene softwaretechnische Basis. Und wie wir das Ganze umgesetzt haben, das sehen wir hier auf der rechten Seite. Das ist ein Auszug aus einer JSON-Datei, die wir im Projekt verwenden, unser sogenannter Fragenkatalog. Das ist eben eine Überführung in ein computerlesbares Format. Zu dieser Datei aber später mehr. Bei der konkreten Umsetzung der Erfassungs-App haben wir uns ein Konzept erstellt, was wir erreichen wollen mit der App. Und unser Ziel ist es, dass Bürgerinnen und Bürger dazu in die Lage versetzt werden sollen, auf einfache und schnelle Weise beim Warten an einer Haltestelle Barrieredaten zu erfassen. Dabei ist uns das Vorhandensein von Daten wichtiger als deren Vollständigkeit. Und wir wollen die Daten erfassen durch das Stellen kurzer und klarer Fragen. Und im Hintergrund setzen wir dann eben die vordefinierten OSM-Tags, wie man sie halt im OSM-Wiki finden kann. Ja, wir machen das Ganze mit diesen kurzen Fragen, damit wir auf einer Seite die Zugänglichkeit erhöhen und auf der anderen Seite wollen wir dem Nutzer die Entscheidung abnehmen, welche OSM-Tags jetzt hier an dieser Stelle zu verwenden sind und welche nicht. Da gibt es ja oft immer Schwierigkeiten. Wir haben das selber gemerkt bei der Definition oder beim Herausfinden, welche OSM-Tags wir jetzt für welche Barriereattribute verwenden. Tja, und außerdem, wenn der Nutzer nie selbst OSM-Tags eingeben muss, vermeiden wir auch die Fehleingabe, sei es unabsichtlich oder absichtlich. Tja, unsere App dient nur dazu, OSM-Elemente, OSM-Tags hinzuzufügen, aber nie welche zu löschen. Und da unterscheiden wir uns von Editoren wie JOSM, ID oder Vespucci. Ja, und am Ende der Erfassung soll dann der Nutzer über sein persönliches Konto diese Änderungen zu OSM hochladen. Wie sieht der strukturelle Aufbau unserer App aus? Das Ganze basiert auf dem Framework Flutter. Das ermöglicht für uns native Cross-Plattform-Anwendungen, womit wir uns einen möglichst großen Anwenderkreis erschließen können. Aktuell entwickeln wir für Android und iOS, aber es sind auch Windows-Anwendungen oder Web-Anwendungen unter anderem denkbar. Ja, unser Quellcode ist offen auf GitHub einsehbar und das ermöglicht eben die Einsicht für jeden Interessierten, auch Kritik zu äußern, beziehungsweise, und da freuen wir uns immer sehr, mitzuhelfen bei der Entwicklung. Ja, wie schon erwähnt, haben wir eine JSON-Datei bei uns im Projekt, in dem halt die Fragen gestellt sind, die dem Nutzer präsentiert werden und auf Basis der Antworten werden dann eben, wie man rechts sehen kann, entsprechende OSM-Tags gesetzt.
Diese JSON-Datei ist austausch- bzw. anpassbar, damit jederzeit auf einfache Weise neue Fragen hinzugefügt werden können, beziehungsweise wenn Dinge bereits dann flächendeckend erfasst sind, auch wieder entfernt werden können. Wir haben zusätzlich noch eine Schema-Datei erstellt, die uns bei der Definition, bei der Festlegung der JSON-Datei sehr stark unterstützt, kontrolliert eben, dass die entsprechenden Tags gesetzt sind, beziehungsweise die Werte vom richtigen Typ und so weiter. Tja, wir haben im Hinterkopf gehabt, dass die App auch über das Projekt Opener Next hinaus genutzt werden soll, und dadurch, dass diese JSON-Datei so einfach austauschbar ist, können auch andere Open Data Projekte mit einfachen Fragen OSM-konforme Daten erheben. Wie sieht das Ganze nun in der Praxis aus? Hier mal ein Überblick über unsere Fragedialoge. Wir haben bisher 5 verschiedene Antworttypen umgesetzt, von List-Antworten, wo dem Nutzer eben mehrere Antworten zur Auswahl gestellt werden. Wenn man eine Antwort anklickt, bekommt man noch einen weiteren Erläuterungstext angezeigt. Das kann auch ein Bild sein. Dann können wir nach Anzahl, nach einer Menge fragen, auch mit Einheit dahinter. Wenn es ein bisschen komplexer werden soll, können wir auch Zeitspannen abfragen. Das ist jetzt hier nur mal ein Beispiel mit Tage, Stunden und Minuten. Man kann dann auch jede andere denkbare Zeiteinheit hier abfragen. Sehr häufig verwendet in unserer App werden Entweder-Oder-Fragen, und weniger häufig verwendet sind Freitextfragen, einfach um möglichst wenig Potenzial für Fehler zu liefern. Wie fühlt sich das dann in der Praxis an? Wir gucken uns hier mal kurz ein Beispiel an. Wir sehen hier, wie der Nutzer sich nach dem Öffnen der App direkt einloggt, um eben entsprechende Änderungen zu OSM hochladen zu können. Beim Starten der App, beziehungsweise wenn der Nutzer sich bewegt, werden naheliegende Haltestellen über die Overpass API heruntergeladen. Basierend auf diesen Haltestellen werden Haltestellenbereiche generiert. Das sind nichts anderes als Kreise mit einem Mindestradius um Haltestellen drumherum, die auch naheliegende Haltestellen zusammenfassen. Deswegen sehen wir hier unterschiedlich große Kreise. Beim Anklicken eines solchen Bereiches werden alle innerhalb liegenden OSM-Elemente über die OSM-API heruntergeladen und abgeglichen mit den Fragen im Fragenkatalog bzw. mit den Bedingungen im Fragenkatalog. Wird eine Bedingung erfüllt, das heißt, gibt es fehlende Attribute bzw. offene Fragen, wird das OSM-Element entsprechend auf der Karte per Marker angezeigt. Bei mehreren Fragen zu einem OSM-Element werden diese unter einem Marker zusammengefasst. Wird nun der Marker angeklickt, erscheint die erste Frage entsprechend mit dem Fragedialog, wie er in der JSON-Datei definiert ist. Wir sehen hier, dass auch die Fragen jederzeit übersprungen werden können, beziehungsweise dass zu Fragen zurückgekehrt werden kann, falls man seine Antwort ändern möchte. Auch gut zu sehen ist der Fortschrittsbalken unterhalb der Fragen, der grob visualisiert, wie viele Fragen man schon beantwortet hat, beziehungsweise wie viele noch zu beantworten sind. Abschließend möchte ich nochmal auf den Datenschutz eingehen. Hier verfolgen wir den Grundsatz der Datensparsamkeit. Wir geben nur personenbezogene Daten weiter, sofern dies technisch absolut notwendig ist. Und bei einer Erfassungs-App sind personenbezogene Daten die Aufenthaltsorte der Nutzer, die müssen wir weitergeben, damit die entsprechenden Haltestellen in der Nähe erfasst werden können, die OSM-Elemente entsprechend heruntergeladen werden können und natürlich auch die Karte für den Hintergrund angezeigt werden kann. Die Autorisierung der App beim OSM-Server erfolgt über den OAuth2-Token bzw. das OAuth2-Protokoll, sodass der Nutzer niemals sein Passwort bei uns in der App direkt eingeben muss, was hoffentlich zusätzliches Vertrauen schafft. Ja, und damit kommen wir schon zum Ausblick. Als ersten Punkt auf unserer Liste haben wir hier die Veröffentlichung unserer App in der ersten Release-Version.
Und auf Basis der ersten Nutzerrückmeldung wollen wir dann die App auch weiter optimieren. Wir haben aber selbst schon eine To-Do-Liste und auf der steht ganz oben das Erstellen neuer OSM-Elemente. Aktuell ist es ja nur so, dass wir Attribute zu bereits bestehenden OSM-Elementen hinzufügen können. In Zukunft wollen wir OSM-Elemente selbst hinzufügen können. Tja, und wir wollen außerdem die UI erweitern durch die Gestaltung weiterer Antworttypen. In unserem Fall möchten wir auch ermöglichen, dass wir Öffnungszeiten eingeben können. Und wie viele sicherlich wissen, kann es sehr komplex werden, was Öffnungszeiten anbelangt. Von daher sind wir da auch noch vor eine große Herausforderung gestellt. Unabhängig von der App wollen wir den Standardisierungsprozess der OSM-Tags weiter voranbringen und wir möchten die OSM-Attribute, wie sie auf dem OSM-Server liegen, in den NETAG-Standard überführen bzw. in dessen deutschen Entsprechung der VDV 462, um dann diese OSM-Daten in Produktivsysteme überführen zu können, um letztendlich eben barrierefreie Reisebeauskunftung ermöglichen zu können. Tja, da bleibt mir nur noch zu sagen, besuchen Sie uns auf unserer Internetseite openernext.de, wenn Sie weitere Informationen haben wollen, oder besuchen Sie uns auf GitHub, wenn Sie den Quellcode anschauen wollen bzw. uns bei der Entwicklung unterstützen wollen. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf den Vortrag von Christian Köhler von DISI zum Thema Qualitätssicherung von OSM-Daten für Barrierefreiheit im öffentlichen Personenverkehr. Das ist ein Teil des OpenNext-Projektes und ich kann den Vortrag nur sehr empfehlen. Dann wünsche ich Ihnen hiermit eine gute und barrierefreie Fahrt und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe nun für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. René, Robin, vielen Dank für euren Vortrag. Wenn wir in den Fragen-Tab reinschauen, haben wir momentan so um die 5 Fragen. Alle Teilnehmer da draußen, ihr könnt gerne noch während der Frage-Session hier noch weitere Fragen dort reinschreiben. Mein Vorschlag, lasst uns mit der Frage starten, die meisten Upvotes bekommen hat. Die Erfassungs-App von euch hört sich nach Street Complete an. Gibt es dort eine Zusammenarbeit oder kann das irgendwie integriert werden? Das ist eine gute Frage. Also vorweg, wir sind große Fans von Street Complete und es wäre gelogen zu sagen, dass wir uns da nicht irgendwo auch inspirieren lassen haben. Aber es gibt auch gewisse Unterschiede und Gründe, warum wir jetzt nicht einfach nur Street Complete genommen haben oder das erweitert haben. Also allen voran ist, dass unsere App plattformunabhängig ist. Das heißt, wir werden sie später für iOS releasen können und auch potenziell Web und andere Plattformen, was eben bei Street Complete nicht möglich ist. Das ist ja bisher zumindest lediglich für Android verfügbar. Unsere App ist halt auch spezialisierter. Street Complete versucht ja generell, die OSM-Daten irgendwie so ein bisschen zu erweitern, während wir uns wirklich viel Haltestellen fokussieren und auch viel konkretere Fragen noch haben oder speziellere Fragen, die Street Complete aktuell zumindest nicht hat, hätte man natürlich sagen können, kann man ja erweitern. Ein anderer Punkt ist, dass bei uns auch die Möglichkeit bestehen soll, ein paar spezielle Objekte hinzuzufügen, die haltestellenrelevant sind. Das sollen nur einfache Sachen sein und nur eingeschränkt möglich sein. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ein Fahrkartenautomat, der eben fehlt und den man dadurch einfach nochmal per App hinzufügen kann. Vielleicht noch ein letzter, weniger starker Punkt wäre, dass wir auch einige neue Tags benötigen. Also wir konnten nicht für jedes Attribut, was wir benötigen, ein OSM-Pendant finden und haben dafür ja erstmal so ein bisschen neue Tags eingeführt. Und auch die können wir natürlich so viel leichter einbauen in unsere App, als Street Complete es vielleicht zugelassen hätte. Aber da ja, fehlt es dann auch so ein bisschen an Kommunikation. Da wissen wir nicht genau, wie die dazu stehen wird. Du hast es bereits erwähnt gehabt, iOS ist aktuell noch nicht verfügbar. Wenn ich dich richtig verstanden habe, muss man es noch bauen. Das heißt, die Frage, welche Pläne gibt es für iOS, hast du ja eben indirekt beantwortet, wird im Laufe der Zeit dann dafür auch verfügbar gemacht werden. Also wir entwickeln iOS und die Android-App parallel, testen immer mal wieder auf den einen Telefon, auf den anderen, dass das möglichst sich homogen anfühlt auf beiden Systemen. Genau, das kommt. Zweite Frage, die relativ viele Votes bekommen hat. Im Laufe des Jahres werden alle Fragezeichen oder in allen Bundesländern alle Haltestellen im Hinblick auf Barrierefreiheit erfasst. Kommt eure App dann nicht zu spät? Kommt eure App dann nicht zu spät oder erfasst ihr weitere Attribute, die von der Landesverkehrsgesellschaft nicht berücksichtigt werden?
Das ist auch wieder eine sehr gute Frage. Ja, die Erfassung von den Verkehrsunternehmen selbst, das ist ja eine einmalige Sache und je nach Größe des Verkehrsunternehmens mit mehr oder weniger Aufwand verbunden. Und da ist es ja nicht verkehrt, die Bürger und Bürgerinnen mit zur Unterstützung dazuzuziehen, weil die wissen auch, ja, welche Haltestellen sie am häufigsten verwenden und wo sie gerne die Barrieredaten erfasst hätten. Also das ist im Grunde genommen dann bedarfsgerecht. Und diese Erfassung vom Land aus, das ist ja nur eine einmalige Sache und mit Hilfe unserer App ist es halt möglich, die Daten dann aktuell zu halten. Und genau, die Daten, die wir erfassen, die fließen dann direkt in OpenStreetMap ein. Bei der Erfassung von den Bundesländern weiß ich nur von einigen, dass die das auch direkt in OSM einpflegen, aber sicherlich nicht alle Verkehrsverbünde. Genau, das ist ein Mehrwert für OSM dann. Das ist eine technische Frage. Im Vortrag habt ihr erwähnt, dass auch ihr Indoor-Navigation plant. Könnt ihr dort was zur Software sagen, die ihr dort irgendwie im Blickfeld habt, zur Realisierung von der Indoor-Navigation? Genau, also wie vor der Mittagspause schon im Lightning-Talk von David Lange gesagt, gibt es bei uns in der Professur eine Entwicklung für Indoor-Navigation. Ja, quasi wie kleine Satelliten, die im Raum platziert werden und das Handy orientiert sich dann mit Hilfe von UWB-Technik daran. Und diese Technologie wird quasi in der Firma gerade aktuell ausgegründet und wir würden dann einfach diese Schnittstelle zu dieser Technologie verwenden. Also gibt es Pläne dafür und das wird innerhalb des Projektes beispielhaft am Hauptbahnhof in Magdeburg dann umgesetzt, dass so kleine Satelliten unter die Decke gesetzt werden und dann mit dem Telefon man sich dann entsprechend auf Zentimeter Genauigkeit orientieren kann. Letzte Frage. Wird es eine Möglichkeit geben, eine eigene JSON-Datei für andere Zwecke zu erstellen und zu benutzen? Ja, wir haben die App von Anfang an so ausgelegt, dass die möglichst modular ist. Und wenn man jetzt auf GitHub geht und unser Projekt quasi forkt, dann kann man die einzelne JSON-Datei sich hernehmen und selber festlegen, was für OSM-Tags man schreiben will, wenn man bestimmte Fragen beantwortet. Und man könnte die App dann quasi so umgestalten, dass man den Nutzen für sich dann nutzen würde, um zum Beispiel überall alle möglichen Papierkörper oder sowas zu erfassen mit einfachen Fragen. Also das ist sehr flexibel gestaltet. Alles klar. Vielen Dank an euch beide für euren Vortrag, für das Beantworten der Fragen.